Es war Leila gewesen, die mir von dem Unglück erzählt hatte. Keine Ahnung, woher sie das wusste. Vielleicht hatte jemand es ihr in der Schule erzählt. Sie ging auf eine andere als ich, nur wenige Straßen entfernt. Meine Eltern hatten mich vorm Eintritt in die erste Klasse aufwendig umgemeldet. Offiziell wohnte ich in einem anderen Teil der Stadt, bei einer Frau, die Schulterpolster in ihrer rosa Bluse trug, eine höfliche Dame, die ich nur einmal sah und die mir zu diesem Anlass einen Kirschlutscher mit grünem Stiel geschenkt hatte, der aus Pappe war und sich in meinem Mund schon langsam begonnen hatte aufzulösen, als wir die Wohnung verließen. Wahrscheinlich wurde sie im Gegenzug bezahlt. Damit du nicht mit den ganzen Assis wie mir in einer Klasse festsitzt, sagte Leila einmal, sie lachte darüber, wir beide, und obwohl Leila kein Assi war, hatte sie natürlich recht. Es hieß, dass in den Grundschulen dieser Gegend kaum Deutsch gesprochen wurde. Immer wenn sie sich also langweilte, weil es sehr still war, schloss sie ihre Augen, hob leicht das Kinn an und fragte theatralisch: Hörst du sie? Und sie meinte damit die Toten vom Gleisdreieck. 20 Stück waren es gewesen. Vor fast 100 Jahren waren hier zwei Züge ineinander gekracht, noch bevor man die Station zum Umsteigebahnhof mit zwei Linien auf getrennten Ebenen ausgebaut hatte, aber nur einer von ihnen war abgestürzt. Es hatte nicht an der Technik gelegen, was nahe lag. Es war menschliches Versagen gewesen. Leila schob diesen Nachsatz immer ungerührt hinterher. Er fiel wie ein Schatten auf die Geschichte. Irgendetwas freute sie diebisch daran. Ich konnte sie hören, die Toten und ihre heiseren Rufe, obwohl ich wusste, dass das unmöglich war. An einem Nachmittag zog Leila die golden glänzende Hülle eines Lippenstifts aus ihrer Rocktasche. Sie legte einen Finger an den Mund, um mich zum Schweigen zu bringen. Dann malte sie einen Bogen an die Scheibe. Was machst du? Flüsterte ich, wir würden dafür Ärger bekommen. Leila mehr als ich, denn ich war ihr Gast. So waren die Regeln, aber für Regeln interessierte sich Leila nicht besonders. Sie antwortete nicht auf meine Frage, zog stattdessen einen zweiten Bogen. Das S hatte die Farbe von Pflaumen. Jetzt du. Ich malte das O. Es war schief und gefiel mir nicht besonders, kippte leicht zur Seite weg. Die untere Linie verschmierte, als ich versuchte, es zu korrigieren. Aus der Küche hörte man, wie die Großmutter mit einem Rührbesen Eier schlug. Ich dachte nach, zu lange. Leila nahm mir den Lippenstift ab. Sie war immer eine Sekunde schneller, mir einen Schritt voraus, drückte jetzt zu stark auf, die Spitze brach ab, plumpste auf das Fensterbrett. Siehst du, sagte ich, und sie lachte darüber. Was soll's? Behutsam führte sie die Spitze eben ohne Fassung über die rutschige Oberfläche, ihre Finger färbten sich violett. Ich las laut: S.O.S. Leila hatte diese merkwürdigen Ideen und wenn sie sprach, klang ihre Stimme wie eine, die tief in mir selbst verschüttet war. Und jetzt warten wir, sagte sie mit Bestimmtheit. Auf dem Flur waren leise kurze Schritte zu hören. Ob jemand kommt und uns mitnimmt, führte sie ihren Gedanken fort. Manchmal fürchtete ich mich vor dieser Stimme, eine Tür ging knarzend auf und gleich darauf wieder zu, es war nicht unsere. Wohin denn? Fragte ich, erleichtert darüber, nicht aufgeflogen zu sein. Zwischen den Fensterscheiben lagen lauter tote Fliegen. Sie hatten die Beinchen nach oben gereckt, lagen verteilt auf dem weißen Lack, auf der Seite oder dem Rücken, ganze 5 Stück und glänzten im Licht um die Wette. Wie waren sie dort hineingeraten? Wer hatte sie in Gefangenschaft genommen und was war mit ihren winzigen Seelen passiert? Leila schüttelte den Kopf, als hätte ich nichts verstanden. Ich weiß nicht, irgendwohin, sagte sie. Oder ist das vielleicht wichtig? Ich schwieg und dachte nach über diesen Ort, wie er zu sein hätte, aber es gelang mir nicht. Und so landete ich immer wieder bei den Fliegen, den zarten Linien in ihren Flügeln, die zusammengenommen ein Muster ergaben, ihren grünlich und golden schimmernden Körpern, die vom Tod in die Krümmung gezwungen worden waren. Es war furchtbar anzusehen und es war köstlich. Durch einen der Körper zuckte es, aber ich verstand sofort, dass es nur mein Lidschlag gewesen sein konnte. Die Dinge waren nicht das, was sie vorgaben zu sein. Ich musste die Augen schließen und heimlich bis 5 zählen, ehe ich Leila ansehen konnte. Ihr schönes Leila-Gesicht. Durch ihre spiegelnden Pupillen geisterte etwas Suchendes. Und wer bist du nun eigentlich? Vielleicht war es das, was sie wirklich wissen wollte. Und so schaute ich zurück durch die Spiegelung in das Schwarze hinein, sagte mir, da steckt also eine Leila drin. Versuchte ich wirklich in sie hineinzugucken? Damals glaubten wir noch an Dinge wie Telepathie.
Das funktionierte so. Laila stand von ihrem Stuhl auf, also stand auch ich von meinem Stuhl auf. Laila war im Begriff, ihren Teller abzuschlecken, also fuhr auch ich blitzschnell mit meiner Zunge über die glatte Oberfläche des Porzellans. Laila lachte, ich fiel in das Gelächter mit ein. Laila nickte und ich nickte und nickte und nickte, während Laila schon darüber nachdachte, was sie als nächstes tun würde. Manchmal versuchte ich mit aller Kraft, meine eigenen kruden Gedanken zu unterdrücken, nur damit Laila mich nicht dabei ertappte, wie ich an etwas anderes dachte. Und jetzt? Egal wie konzentriert ich überlegte, mir fiel kein Ort ein, an dem ich hätte lieber sein wollen, und vielleicht war genau das ein Problem. Eine Welt außerhalb dieser schien mir unerhört, auch wenn es mir heute seltsam vorkommt, von damals als der einzig möglichen auszugehen. Laila rollte genervt die Augen. »Was?«, fragte ich. »Das wäre doch gut zu wissen, findest du nicht?«, sagte sie. »Nur um sicher zu sein, meine ich.« »Sicher.« »Dass man sich auf die anderen Menschen verlassen kann, natürlich.« Und ich antwortete ihr, »aber du kannst dich ja auf mich verlassen.« Und sie lachte darüber so laut, als hätte ich einen Witz erzählt, den sie nicht verstanden hatte, etwas verlegen. Aber ich meinte es ernst und sah sie auf diese Weise fest und durchdringend an. »Du Idiotin«, sagte ich. Da hörte sie auf. »Ich weiß, Linda, klar, das weiß ich doch.« Was wusste sie? Nicht mal ein Jahr verging und wir würden nicht mehr wir selbst sein. Laila würde ihre dämliche Mütze tragen, ich meine Scham.